Viele Unternehmen nutzen den Windows-Server. Doch welche Zugriffslizenzen sie dazu benötigen, wissen sie häufig nicht. Der Begriff CAL ist zwar durchaus bekannt, aber welche ist die richtige? Brauche ich User-CALs, Device-CALs, LS-CALs? Schauen wir uns die einzelnen Lizenzen einmal an. CAL, das steht für Client Access License, zu Deutsch Client-Zugriffslizenz. Jeder Nutzer und jedes Gerät benötigt eine eigene CAL. Die User-CAL ermöglicht hierbei einem Nutzer den Zugriff von jedem beliebigen Gerät aus. Die Device-CAL ermöglicht einem Gerät den Zugriff auf den Server, wobei hier jeder beliebige Benutzer daran arbeiten kann. Es handelt sich um ein reines Zugriffsrecht. Es gibt hierzu keine Keys, keine Lizenznummern, es muss keine Software mehr installiert werden. Es ist ein reines Papierdokument, das Sie gut aufheben müssen. Dann gibt es noch RDS-CALs. RDS bedeutet Remote Desktop Services. Wie der Name schon sagt, werden diese CALs benötigt, wenn auf Remote-Desktop-Anwendungen auf einem Windows-Server zugegriffen werden soll. Auch hier unterscheiden wir wieder zwischen User- und Device-CALs. Zwei Dinge sind unbedingt zu beachten. Zum einen wird die RDS-CAL immer zusätzlich zu einer Windows-Server-CAL benötigt. Zum anderen müssen diese RDS-CALs auf dem RDS-Server eingetragen werden. Wenn Sie die CALs bei uns gekauft haben, übernehmen wir diese Aktivierung gern für Sie. Senden Sie uns einfach Ihre Lizenz-Server-ID. Wir erstellen eine passende Schlüsselpaketkennung und Sie müssen diese nur noch bei sich eintragen. Also schnell, einfach und unkompliziert.